So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Und wir teleportieren uns gleich mal zurück ins Salzfor, also auf den Sünderhügel. Ja, das Leuchtfeuer ist das Salzfor-Leuchtfeuer, weil wir dort jetzt weitermachen werden. So, hier haben wir gleich erstmal einen Armbrustschützen, der uns mit Pfeilen beschießt. So. Den Wächter da unten ignorieren wir gekonnt. Wir wollen nämlich da weiter runter und da sieht man noch mehr Schützen und Schwertkämpfer oder alles Mögliche. Also hier die Leiter runter. Da drüben ist nichts, soweit ich weiß. Da sieht man einen Armbrustschützen um die Ecke. Da drin stehen noch ein paar mehr. Wow, das wird jetzt etwas eng. Ich habe nämlich vergessen, dass der rausgerannt kommt mit seinem Schwert. Königsschwertkämpfer Gamaschen. Ja, und der hier hat ein Menschenbild bewacht. So, jetzt wird's lustig. Hier drin ist nämlich das doppelte Erschießungskommando. So, einer ist weg. Der musste uns ja unbedingt noch treffen. Das können wir allerdings leicht gegenheilen. So. Und wir haben mal wieder einen Aufzug nach ziemlich weit unten. Und da unten sehe ich schon wieder was funkeln, was man aufsammeln kann. Deswegen steigen wir hier erstmal ab. Finden ein Blutungsmesser. Und hier wäre Lucatils Rufsymbol. Jo. So, wir machen aber erstmal die Fackel an. Da wir Feuerschmetterlinge haben, geht das ganz gut. Ohne dass wir zum Leuchtfeuer zurück müssen. So. Und da müssen wir vorsichtig sein. Sehr fein voraus. Ja, das stimmt allerdings. Der müsste uns gleich anspringen. Na, wo steckt er? Da kommt er schon. Ja, ein alter bekannter Freund. Die Dänenwache. Nur dieses Mal auf ziemlich engem Raum. Oder hier halt im Wasser. Wow. Zum Glück macht er nichts anderes und zum Glück scheint er nicht hier reinzukommen. Na komm ruhig her. Und zum Glück greift seine vordere Hälfte uns an. Und nicht die hintere, bösere, weil die Keulenhälfte, die macht definitiv mehr Schaden. Die da. Wow. Ah, da hat er uns wieder mal getroffen. Aber ja, mit der Lebtaktik kriegen wir ihn einigermaßen gut weg. So, am besten heilen wir uns noch einmal. Dieser Kampf ist echt nicht schön. Erst einmal sind wir in dem tiefen Wasser langsamer als er. Deswegen traue ich mich da auch nicht so wirklich rein. Und zweitens ist hier verdammt wenig Platz. Ey! Hörst du auf, wegzulaufen? Komm her und kämpf wie ein Mann. Wie zwei Männer. Hallo?
So, weg mit dir. Gut, die Dänenwache hier unten ist auch eine Skull of the First Sin Sache. Weil im normalen Dark Souls 2 sind hier unten in diesen großen Zellen normalerweise sogenannte Abominations versteckt. Was sie jetzt hier geändert haben, sie haben diese Abominations, die wir spawnen konnten, durch die Dänenwache ersetzt. Was vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Und das hier ist das absolute Secret überhaupt. Die haben nämlich hier draußen Leute angekettet. Ritualband des Nordens, das ist ein Magierring. Und hier müsste man vorsichtig sein, weil die ganzen Blutlachen deuten schon darauf hin, dass hier irgendwo die kleine Insel hier aufhört. Und ja, man sieht es von hier aus, wir sind weit unter der verlassenen Festung gelandet. Was ich übrigens mal vorwegnehmen kann, die verlassene Festung ist ebenfalls eine Reinkarnation. Nämlich vom Asyl des Nordens. Oh, und hier sind noch mehr von denen. Deswegen heißt es hier vorsichtig sein. Also nicht nur, dass hier die Jungs rumwuseln, da unten sind nämlich noch mehr von denen. Hier ist auch ein Heideritter eingesperrt. Den lassen wir aber erstmal, wo er ist. Wir öffnen erstmal mit dem Festungsschlüssel hier die Tür. Klettern dann hier runter. Klettern unglaublich auf der anderen Seite wieder hoch. Öffnen diese Tür. Und töten ihn hier. So. Hier ist noch ein Rufsymbol von Mietklinge Luet, die mit zwei Schilden ausgerüstet ist. Hier drin ist niemand, nur nicht aufgeben Skelett. Und ja, jetzt kommt der lustige Part. Und zwar mache ich den immer folgendermaßen. Erstmal nehme ich einen Lebensstein zu mir, um mich voll hochzuheilen. Ich springe hier unten rein und sprinte hier ziemlich schnell durch. Wow. Und eine der Treppen hoch. Wo die mich nicht so leicht kriegen können. So. Genau, hier müssten nämlich vier oder sogar noch mehr von denen kommen. Ne, waren doch nur vier. Jetzt kann ich mir in Ruhe ihre Zellen anschauen, in denen, glaube ich, sogar noch irgendwo was versteckt war. Den beiden nicht. Manchmal sind die nämlich gemein und bleiben an ihren Zellentüren hängen. Ah, ein Pharos Weizverkünder, genau, den brauchen wir später. Und hier drin ist auch nichts. Gut, dann können wir hier jetzt das Tor öffnen, das eigentliche Tor. Und ich kann diese Fackel hier entzünden. Gehen. Also nochmal zurück zu meiner anderen Fackel, die man hier hinten ja sehen kann. Ich hoffe ja natürlich immer, dass das einigermaßen mit der Helligkeit klappt, da YouTube ja immer alles etwas abdunkelt. So. Vielleicht sollte ich noch gerade bei der Aufnahmesession nochmal versuchen, selber ein bisschen nachzuhellen nach der Aufnahme. So, hier oben hoch, weil wir kommen hier oben schneller voran. Den Heideritter lassen wir erst noch da drin. So. Und ja, der Heideritter wurde wohl von den Untotenjägern erwischt. Also ja, die Hintergrundgeschichte der verlassenen Festung, unter der wir uns übrigens jetzt gerade befinden, in der Grotte hier.
ist der, dass Untote hierher gebracht wurden und weggesperrt wurden. Und teilweise sogar gefoltert und gequält wurden. So. Der Heideritter steht nicht auf. Ja, eine arme Seele ist er auf jeden Fall. Deswegen zwingen wir ihn mal dazu aufzustehen. Weil der droppt etwas Nettes. Und den können wir auch ganz gut besiegen. Wow, wenn wir nicht so übermütig werden. So. Ein Flakon kann nicht schaden. Der droppt nämlich einen Heidespeer. Und den droppt er definitiv, weil der Junge ist nur ein Einmal-Spawn. Nicht aufgeben, Skelett, ja. Und der Heidespeer ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kann ich euch mal kurz zeigen, den Speer. Er macht weniger Grundschaden, wie man sieht. Knapp 50, 52. Macht dafür aber 90 Blitz. Wiegt jedoch ein gutes Stück mehr. Und skaliert nicht ganz so gut, wie man hier unten sehen kann. Dafür skaliert er aber ein bisschen mit Glauben. Ist in manchen Fällen ein netter Speer, vor allem wenn er abgegradet ist, was ich später vielleicht mal machen sollte, weil wir ihn an einer Stelle gut gebrauchen könnten. So. Okay, ich habe den Heideritter, ich habe das Feuer hier entzündet. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Nebelwand zu. Aber nicht hindurch, weil zum einen brauchen wir noch Lukatil. Also die sollten wir rufen. Zum anderen sind hier noch diese beiden Hochgänge. Und ein schimmernder Lebensstein. Weil, wie ich ja bereits mal gesagt habe, die NPCs hier, der ihre Storyline ist abhängig davon, wie oft man sie in Bosskämpfen beschwört und lebend durch die Bosskämpfe durchbringt. Also wir haben Lukatil schon mal bei der Dänwache beschworen. Und können sie jetzt hier bei diesem Boss auch noch beschwören. Und das ist auch der Grund, warum, wie man gerade gesehen hat, warum wir den Festungsschlüssel brauchen. Weil hier sind solche Öl... wie heißen die nochmal? Ich will nicht Ölwannen sagen, wobei Ölwannen das wohl am besten passt. Und die sollte man vor dem Bosskampf entzünden. Also ja, man kann es auch ohne die machen. Ob das so gesund ist? Ja, versucht Fackel. Also gut, ich habe es das allererste Mal, als ich das normale Dark Souls 2, also das Original, nicht das Call of the First Sin gespielt habe, habe ich das ohne die Fun gemacht, weil ich einfach noch nicht den Schlüssel hatte, um hier oben reinzukommen. Den hat man nämlich erst an einer viel gemeineren, späteren Stelle bekommen. Aber jetzt, da ich ihn hab, entzünde ich die Fackeln. Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese Tür hier nicht neu war. Also, dass man hier den Schlüssel gebraucht hat. Weil der Heideritter da drin ist auf jeden Fall neu. Der saß früher immer an einer anderen Stelle. Die kann ich euch nach dem Bosskampf, nach dem nächsten Leuchtfeuer auch mal zeigen, die Stelle. So, jetzt beschwören wir erstmal Lukatil. Habe ich eigentlich irgendwelches Pulver? Ja, ich könnte Finsterquarz benutzen. War das... Nee, Quarz waren die Schutzringe. Finsterharz. Ja. Reimt sich aber. So, dann gehen wir hier hoch. Weil hier oben geht's schneller. Rutschen hier wieder die Treppe runter, da geht's auf zum Leuchtfeuer. Zur Nebelwand. Die Feuer brennen ja da oben.